So, hallo, herzlich willkommen. Was habe ich jetzt gerade für Zugang gehabt, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe? Hallo, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Da hinten warten schon die Jungs. Das ist eine Niflheimer, die Niflheimer Armee, nicht die Nilfgaardische. Ich habe jetzt 26 Folgen lang nur immer Nilfgaardisch gesagt. Nilfgaardisch ist ja der Witcher 3. Übrigens läuft noch auf meinem Kanal, schaut mal vorbei. Oh, die Penner kommen. Oh, die Penner kommen, hat er gemeint. Ich würde halt. Oh, da ist der nächste Depp. Obwohl, den könnten wir besiegen eigentlich. Vorsicht! Stecken wir unser Revier ab. Das hat super geklappt. Carbonara! Dass ich die nie ausweichen kann, so großartig, ne? Nice! Hey, wir bekommen Besuch. Das war einfach. Wer? Von wem? Ich schau mal, ob die Deppen noch da sind. Schon wieder? Denen wird Hören und Sehen vergehen. Wollen wir es probieren? Gegen die Niflheimer Gesichtsbaracken. Da wären wir so. Also. Fuck. Nein, bin ich schon wieder hier halb. Scheiße, wir sind alle kaputt. Immer mit dem Kopf durch die Wand, mein Lieber. Nein, Brom, du hast es wieder erwischt. Alles klar, Meister Ignis. Kann mir einer helfen? Verdammt. Fuck, jetzt hat es mich schon wieder erwischt, Jungs. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt dürfen wir den ganzen Rotz noch einmal, oder? Alter! Ich hab versagt. Nein, letzten Spielstand laden. Greizsakrament. Boah, Junge. Sind denen ihre Birne kaputt, ey? Ohne Witz. Smucken die sich auf, ey. Ich weiß nicht, die letzten haben auch so gut gepasst. Aber die spinnen jetzt wieder völlig. Okay. Ach Gott, oh Gott. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie machen wir? Ich hätte abhauen sollen, ey. Ich hätte einfach nur den Doppelhorn besiegen sollen. Einfach nur gehen. Also ist das nervig. Leck mich doch am Arsch. So. Jetzt was da, was Sache ist. So, jetzt was ich. Ach Gott, oh Gott. Wisst ihr was? Ich habe gerade überhaupt keinen Bock zu kämpfen nochmal gegen die gerade. So, aber unser Auto ist. Nee, ist nicht voll. Aber müsste, glaube ich, auch trotzdem so lang. So, 1 Kilometer ist es noch. Bis zum ersten Etappenziel. Ich hoffe, die Cash bekommen jetzt nicht. Ey. Aber dass ich da so Probleme habe damit, ey, das ist ja schon. Traurig, wir haben Stufe 16, ich weiß gar nicht mal, was für eine Stufe die haben. Wie kann ich nochmal nachschauen, was die haben? Also scannen, ne? Wie kann ich das nochmal machen? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ah, entschuldige, aber wir fahren jetzt einfach mal durch. Informationen in der Jägersiedlung sammeln, Vermächtnis. Ja, das ist nämlich Stufe 5. Wir sind aktuell Stufe 17, nee, Stufe 16. Und ja, fahren jetzt mal in aller Seelenruhe da an allem Ding vorbei. Ach Gott, oh Gott, Jesus, na, Jesus, na. Warte mal, aber dieses Eisra haben wir noch nicht, ne? Wir gehen mal ins Hauptmenü, dann möchten wir doch mal unsere Magie-Dinge. Genau, wir hauen nämlich mal, nee, Quatsch, wir hauen nämlich mal das raus. Das hauen wir raus. So, dann können wir nämlich Feuer uns gemütlich reinpfeffern. Als Flakon nehme den Supertrank, hat er gemeint. Jo, modifizieren's. Und die möchte ich dann aber auch gleich ausrüsten. So, Etzler. Dann als nächstes. Nächstes Flakon, dann nehmen wir mal das Eiselement. Ich frage mich, ob es hier halt auch noch Wasser gibt. Supertrank. Mal zwei, kennst dich aus. Möchten wir natürlich auch gleich ausrüsten, aber bei ihm, den guten Kerl. Jawohl. So, von mir aus können wir weiterfahren. Wir sehen, die sind einfach nicht weitergefahren, das ist dann einfach... Ja, eingefroren für die kurze Zeit, wenn man da dann im Hauptmenü ist. Ach, hier ist das nah. So, das nehmen wir jetzt nicht mit, Freunde. Ganz ehrlich. Das schaut auch schon wieder so weit weg aus, ne? Ich glaube, da lassen wir doch mal auch die 5 gut sein, oder? Wir können aber jetzt leider hier nicht halten, ne? War denn der schon wieder markiert, der Depp? Wieso markiert er immer falsch? Ich weiß es auch nicht. Weil hier was ist, kann das sein? Tatsächlich, hier ist was. Hier müsste gleich was sein, jawohl. Jo, Erbsen. Zum Glück haben wir noch nicht genug davon. Genau, das ist eine EOS-Erbse. Ist das dann immer eine Erbse oder eine Packung? Ich glaube dann immer eine Packung, ne? Das ist für alle vier lang. So automatisches Fahren. Ja, wir machen mal hier. Nein. Ja, wir machen mal hier einen kleinen Stopp. Werden uns da auch noch mal, denke ich mal, vielleicht, ne, aufs Ohr hauen brauchen wir uns nicht, denn wir haben ja keinen feindlichen Kontakt gerade. Aber wir werden noch mal schauen, ob wir eine Mission haben. Ich sag Stufe 16, obwohl wir das eigentlich schon machen müssen mit Stufe 5. So, wir fahren hier weiter, müssen wir aber nicht halten. Unser Ziel ist noch ein paar Meter entfernt. Ah, schön, aber ich mache mal ein anderes Gedudel. Ah, das haben wir auch schon gehabt. Ui, das ist schön. Final Fantasy 8. Ich fand Final Fantasy 9 fand ich süß. Also das hätte ich auch gern gespielt, Final Fantasy 9. Das nochmal als Remastered-Version bringen, das wäre cool. Das würde ich sofort kaufen. Und zocken. Keine Ahnung, das war zwar immer so kindlich dargestellt, aber ich fand es immer so süß. Ja, fand ich cool, hat mir immer gefallen. Obwohl ich es nie gespielt habe. Ich habe es mal begonnen, ein Let's Play zu gucken.
bin da noch dabei, aber ich, momentan, ich glaube, ich habe schon fast 2 Monate keine Videos mehr von anderen YouTubern angeschaut oder von anderen Let's Playern. So, hier sind wir richtig, hat er gemacht, gemeint. Dann können wir hier schnell mal parken gehen. So, oder la. Noct, es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Diesmal locker. Das sagst du so leicht. Apropos kaufen. Wir kaufen hier nochmal schnell, weil es jetzt gerade gesagt hat, sonst wäre ich jetzt einfach wieder ins Restaurant gegangen. Wenn, servus. Dass du mal wieder reinschaust. Denn wir hätten gerne mal wieder... Pannenset, genau. Da möchte ich mal hochstocken, dass wir jetzt 10 Stück haben. Besten Dank! Man sieht sich! Ich hab's zu danken. Denn ich muss sagen, das ist doch mal wirklich schnell verdientes Geld. Pannenset. So, ihr Niflheimer Quacksalber. So. Oh, oh, oh. Du bist der Freund von Sid. Ja, oh, oh. So, wir schauen mal. Speisekarte. Chili con carne. Haben wir Chili con carne? Kommt, die fressen wir mal rein. Moment, vielleicht können wir es erlernen. Können wir es erlernen? Mmh, yum, yum. Ich weiß nicht. Noctis? Ignis? Yeah! Nice! Nächste Geschäft, Rezept erlernt. Sehr schön. Ja, komm, sein? Weil wir so lustig sind. Obwohl das Jambayala, haben wir das schon? Komm, ja, wir bestellen es einfach mal. Ja, wir haben ja noch ein wenig Kohle. Hm, das sieht auch nicht schlecht aus. Was ist das? Schnitzel oder was? Ich weiß es nicht, schaut aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Mal schauen, was Ignis dazu sieht. Okay, dann gucken geht wir mal hier rein. Auf die Jagd? Ja, nächtliche Niederschlag, Stufe 15. Okay, dann lassen wir das mal so. Essen ist auch nicht gut. Obwohl wir es mal... Sei doch froh, dass wir kaufen. Was ist das für eine Aufgabe? Habt ihr Zeit, Wait. Mir wieder ein bisschen zu helfen? Klar. Ist das wieder bloß eine Einkaufstour? Nein, die Schonzeit ist vorbei. Für euch hat jetzt die Jagdsaison begonnen. Ihr Ui. Sollt mir was erlegen. Die Beute möchte ich für ein neues Gericht verwenden. Ich hoffe, ich überschätze euch nicht. Was? Ein Schwertschweif, Lendenstück. Spinnst jetzt. Wir schauen mal rein. Aufgaben. Stufe 6. Jo, komm, das machen wir. Das machen wir heute. Mmh, lecker, lecker, lecker. Yum, yum, yum. Erweitern. So was hat er erwähnt, ja. Vielleicht lässt er uns ja probieren. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Wer Tucker? Wer ist Tucker? Ach nee, das war der. Na, stimmt ja, ja. Okay, ja. Wir laufen mal hin, holen uns das nächste Schnitzel. Und bitte, Herr, lass keine Niflheime. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Oh, bitte lass jetzt keine Niflheimer kommen, ey. Aber das nehmen wir noch die Pflicht mit. Verrostete Münze ist bestimmt auch noch zu was wertvoll, ne? Willst du mich verarschen? Meint ihr, das sind sie? Nicht fragen, jagen! Leute, bleibt wachsam!
Das ist das Schwert Schweif. Das Schwert Schweif. So, wir checken mal hier die Lage. Nice. Nimm das. Nice. So, wo haben wir das nächste? War. Ich hasse fliegende Feinde. Okay, das hat nicht so gut geklappt jetzt. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Was? Jungs! Das wäre dann wohl erledigt. Los, bevor es schlecht wird. Das war einfach. Los, bevor es schlecht wird. Ich habe Angst, dass das Riesenviech kommt. Ich dachte jetzt wirklich im ersten Moment, dass es doch eine Falle ist. Ach, das sind nur Eos-Erbsen, okay. Ich dachte wirklich, dass das eine Falle ist und der wirklich nur das Viech, das Riesenviech kommt, ne? Was ist das da? Warte mal, mit ein bisschen Glück können wir vielleicht hier wieder rauf, ne? Tatsächlich, nice! Okay, jetzt... Ich erledige das alleine. Du kannst hier bleiben. Zwei Kombos ausführen, alles klar. Ich lass nicht so, dass du hier alleine eine Show abziehst. Autsch, Mist! Dann lass aber mal krachen. Also dann. Die macht nur zwei Kombos. Ja, zu bekloppt. Vorwärts. Jo. Jo, 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 jo. Ich frage mich, warum es jetzt hier schon wieder so neblig ist. So schnell zurück. Was denn? Ich halte aber jetzt mal wirklich mein Maul, was so spezielle Personen hier angeht. Ich schau mal, weit und breit kein Schlachtschiff, Gott sei Dank. Endlich, ich mach drei Kreuze. Das greifen sie ja nie an, so, ne? Also die Zivilisation so in dem Sinne lassen sie schon in Ruhe. Hui, so, jetzt bin ich gespannt, was wir bekommen von dem. So, servus. Das war die Aufgabe, ne? Taka, das Schwert, Schweif, Lendenstück geben, jo. Oh. Ihr seid heil zurück. Ja, und was kochst du jetzt damit? Etwas, das selbst dir schmeckt. Heißt das? Ganz genau. Das musst du unbedingt bestellen. Und hier ist eure Belohnung. Kocht was damit. Yeah, was bekommen wir? Unter anderem 500 EPs, das ist sehr schön. Jägerschnitzel wider Willen. Was, Kropos? Doppelhornsteak, wow, lederer Pfeffer, jo. Ich danke dir, was haben wir denn hier nochmal Hübsches? Oh. Hallo, was ist das? Zu helfen? Kommt drauf an. Was gibt's diesmal? Nahrungsbeschaffung. Mir sind die Vorräte ausgegangen. Schon wieder. Gut, wird erledigt. Vielen Dank und viel Erfolg auch. Haben die keinen Großmarkt, die Eilieferung und ein Garula-Filet besorgen? Wir gucken mal, wo die ist. Die Eilieferung, Stufe. Hm? Ach, das ist da, die können wir gar nicht machen. Gut, dann machen wir einfach das Vermächtnis. Aber wir gehen nochmal, komm. Wir besorgen es dir, aber es kann noch ein bisschen dauern, denn wir kommen noch da gar nicht rein in das Gebiet. Wir gehen mal zu unserem lieben Taka Kollegen. Er könnte doch sicher selbst auf die Jagd gehen. Mit seinem Küchenmesser? Ich wette, er wüsste besser als wir, wo es richtig wehtut. Anhören. Jungs,
Schnauze, ich möchte hier mal reden. Das waren echt verdammt viele Luftschiffe am Himmel. So einer Übermacht ist niemand gewachsen. Ja, bis auf hier, hey, der Nachbar bohrt schon wieder durch. Ich kriege hier gleich durch. So, servus. Nichts zu tun? Das ist echt der Richtige. Das ist echt der Richtige, Alter. Flackt den ganzen Tag in dem Ding drin. Hallo. Was steht heute an? Hallo, Bart Simpson. So, Individualisierung und Tuning. Wir schauen nochmal geschwind rein. Was darf denn heute sein? Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Welches Design möchtet ihr gerne? Sucht euch eine Karosserie. Farbe aus. Oder mal doch Tiefseeblau nehmen. Alter. Ach, Edzettler. Das sieht nice aus. Edzettler, jetzt habe ich es kapiert. Okay, wir nehmen mal das. Nice. Jo, das doch mal hier. Jetzt habe ich es kapiert. Wir hätten einfach... Oh, das sieht aus wie ein Maybach, ne? Bist du dir sicher? Dann mache ich mich mal ans Werk. Alter, das schaut doch aus wie ein Maybach, du. Leck mich. Fertig. Na, was sagt ihr? Nicht schlecht, Herr Specht. Alter, das sieht jetzt richtig cool aus, finde ich. Boah, richtig edel, ey. Maybach lässt grüßen, Alter. Oder Batmobile, man weiß es nicht. So, wir steigen ein. Wo fahren wir hin? Ja, wir könnten eigentlich, hier ist ein Geschäft. Wir fahren einfach an die Ortschaft hin. Aber genießen. Also die Musik ist echt geil, ne? Und genießen da wirklich. Ach, bei der alten hätten wir auch noch einkaufen können. Da würde ich auch noch ein bisschen Musik kaufen. So, 1 Kilometer ist es bis zum Ziel. Ist ja nicht weit, eigentlich so. So, Leide Jägersiedlung ist unser Ziel heute. Also, es sieht schon richtig nice aus. Jetzt habe ich es auch kapiert, ne? Mit den Farben. Sehr, sehr cool. So, Tank haben wir ein bisschen weniger als die Hälfte noch. Ich schaue auch noch nebenbei, ob vielleicht einer wieder eine Reifenpanne hat. Was? Warte mal. Zeigt er wieder was an? Jetzt zeigt er wieder was an, hat er gemeint. Nein! Nein! Ich hoffe, ihr seht es jetzt nicht. Oh Mann, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Entschuldige. So, gleich sind wir da. Aber wir werden... wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Denn ich würde da doch nochmal... Kann ich nicht machen, okay. Können wir hier was machen? Einstellungen, genau. Audio nochmal, Lautsprecher, Gesamtlautsprecher. Nee, das war das. 20, ne? Musikspielerlautstärke hier. Da möchte ich doch nochmal auf 50 zurückgehen. So, Einstellungen gespeichert, weil es doch immer... Ja, es ist zwar schöne Musik, aber... Doch dann ein bisschen lauter, aber jetzt höre ich gerade gar nichts. Oh, das ist schön. Ach, das gibt auch wieder Erinnerung bei mir. So, Parkplatz. Wir parken hier. Und was wir genau... Das ist ein Parkplatz. Das ist ein Parkplatz. Hoffentlich klaut ihn kann aber diesen... Hillbillys Hindlerwelt oder... Ob das so, hier speichert er. Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Wir machen gar nichts. Wir gucken nämlich mal. Hier haben wir nämlich eine gepflegte Lagerstelle. Hui, komm, wir mal was schon. Wir absorbieren mal gepflegt.
dass wir wieder genug Power haben. Wir sind da. Oh, hier haben wir fast nichts mehr. Jetzt doch wieder ein bisschen. Und hier drüben haben wir noch was. So, sehr schön. Haben wir da wieder auch wieder ein bisschen was gefunden. Und hier haben wir noch was. Oh, was für eine hübsche Farbe. Habe ich jetzt alles bekommen? Weißsteinsplitter. Okay, das mit der Hacke ist immer so, ja, zum Aufrüsten oder so. Man weiß es nicht. So, wir sind jetzt hier wieder. Ja. Sind eigentlich gut bedient hier, ne? Deswegen machen wir hier eine kleine Pause. Oder wollen wir... Ach nee, komm, motzen wir uns nochmal auf hier geschwind. Wir rasten, wir zelten. Ach, Etzeltler, wir hätten nochmal trainieren können, Etzeltler. Okay, das können wir vielleicht in der nächsten Folge machen nochmal. Denn ich würde jetzt hier doch eine kleine Folgenpause machen. Aufnahmepause. So, das Chili con Carne ist neu. Nice, komm, das futter mir mal. Das mag der Prompto sehr gern. Sehr schön, ich freue mich. So, dann mal ran an den Speck, beziehungsweise an den Herd. Chili con Carne, lecker, ey. Da pfeift es dann in der Hosen. Yo. 198 FP haben wir jetzt. Ich glaube, da könnten wir auch mal wieder was machen, ne? In diesem Sinne, was haben wir hier Hübsches? Alter, das sieht fit aus, ne? Warte mal, nein, ich möchte das nur ansehen, genau. Yes, das ist ein richtig geiles Auto, muss ich sagen. Boah, das ist so geil. Maybach ist ein Scheiß dagegen. Okay, wir nehmen das aber trotzdem mit. Wir speichern es, beziehungsweise, und bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Vielleicht wollen die Jungs noch was labern. In der Zwischenzeit, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird hier gespeichert. Und wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, habe ich auch nichts mehr zu sagen. Sondern nur noch vielen Dank fürs Einschalten und Servus. Bis morgen zu Final Fantasy 15. Macht's gut, euer Frankonia.